paar witzige und wichtige Fragen stellen, dass ihr sie besser kennenlernt. Ja, weil Laura ist ein geiler Mensch. Aus welchem Land kommt sie? Ist Leon dein Boyfriend? Wie würdest du Leon beschreiben? Natural oder was machen lassen an ihrem Körper? Wie alt ist sie denn? Wie kann man nur so schön sein? Hab mich verliebt. Sorry, Leon. Drei, zwei, eins, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin hier mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Motherfucking YouTube-Channel. Ich bin hier gerade Walk of Arts. Ja? Hier sind auch Bilder und das. Vorne ist gerade so ein Buddha-Sign. Opa, hier ist aber auch das Hotel Holistica. Sehr nice. Als ich hier vorgestern hingelaufen bin, hier, da war hier volles krasse Shooting. Die haben hier einmal so Yoga-Sachen gemacht und hinten war so ein Model aus Kolumbien, die ihre eigene Klamottenmarke hat und hat hier geshootet. Ich habe ein kleines Interview, einen kleinen Talk mit der gemacht, das wird auch die Tage jetzt wahrscheinlich online kommen. Hier passieren jeden Tag so viele Sachen, ist richtig geil. Ich habe euch noch sehr, sehr wenig präsentiert von den ganzen Sachen, weil ich jetzt einfach auch die letzten Tage oder die ersten zwei Wochen sogar fast nur aufgenommen habe, nur produziert habe. Wir haben ein Musikvideo gedreht, ich habe bestimmt noch 8 Blogs, die online kommen werden. Heute wollte ich unbedingt ein Video online stellen, deswegen mache ich auch jetzt gerade das Intro, weil ich dafür kein Intro habe. Und ich habe mir gedacht, weil so viele Leute auch fragen und die nächsten Videos auch mit Laura sein werden, dass wir jetzt einfach mal ein kleines Q&A machen, ihr ein paar wichtige Fragen so stellen, dass ihr sie besser... Okay, mit dem Speicherplatz läuft irgendwas verkehrt, auf jeden Fall Focus. Werde ich jetzt ein Q&A mit Laura machen, ja? Ihr ein paar witzige und wichtige Fragen stellen, dass ihr sie besser kennenlernt. Ja, weil Laura ist ein geiler Mensch. So, let's try it again. Auf jeden Fall, Laura ist ein geiler Mensch und ich werde auf jeden Fall in Zukunft, wenn Gott will, auch noch mehr mit ihr zusammen machen. Ja, jetzt gibt es ein kleines Q&A. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Wir haben danach auch noch ein Q&A mit mir gemacht. Das wird wahrscheinlich dann im Videoblog drin sein. Ja, keine Ahnung, das werden wir dann gucken, ob ich das separat mache als Q&A oder als Videoblog. Ich habe noch 2 oder 3 Q&As sogar. Oh shit, das ist krass hier. Crazy. Guck mal. Boah, krass. Ah, hier sind diese Vibes only, Digga. Nein. Shit. Good Vibes only in, man. Boah, da muss ich, da gehe ich gleich hoch und bin, Digga. Killer. Sehr geil. Ey, das zeige ich dann im Vlog. Hola. Hola. Nice. Can I come inside for a second? Yeah. Oh, shit. Nice. And what are you doing here? Sorry? What are you doing here? I'm doing a... Can I film? Is it okay for you? Yes. I'm a YouTuber, you know, I do video blogs. Nice. What are you doing? I'm doing sound meditation today. Ah, meditation. But with sound. I'm playing like a concert, but with meditation. Nice. And when did it start? At 7. At 7? And do I have to sign somewhere or can I just come? You should speak with the wellness. Ah, okay. Well, test up. Okay. Cool. Yeah. I think it's nice. Yeah, it's gonna be a nice. Can you tell me something about that? What is the feelings or I don't know. So we are doing a sound meditation, which is based on the 3 energetic movements. Mm-hmm. And each one is related to a vibration of sound. So mm-hmm. one is the vibration of wood, mm-hmm. the other one is vibration of metal, and the other one is the vibration of water. Oh. So I'm using instrument made of wood for one part, mm-hmm. made of metal for another, mm-hmm. and water for another. Crazy. So it's a nice trip. Yeah, nice. No drugs. Bruce Lee always said, be water, my friend. Yeah. You know Bruce Lee? Of course. Yeah, I must try it. You do it like every day or no? Just it's the first time. It's the first time, huh? Here. Yeah. Okay, I'm gonna ask in front. Okay, thank you very much. Yeah. Thanks to you. Wanna say your name? You got Instagram or something? Yes. You can tell your name. My name is Miguel Hiroshi. H I R O S H I. Instagram, YouTube, everywhere. Nice. Nice meeting you, bro. So I got a big community in Germany. You know, maybe some people want to try it when they come here. What's your name? Leon. Leon Lovelock. Cool. Nice to meet you. Come later. Yeah, come. Bye-bye.
Oh shit, gib mir eine Meditational Vibes, man. Kurzer Vibe hier einfach. Vielleicht schneidest du es sogar jetzt hier mit einem Q&A mit rein, dass ihr so ein bisschen einen Eindruck davon bekommt, was alles passiert, wenn man einfach nur läuft. Yes. Viel Spaß. So, ich mach's mir gemütlich jetzt und stell dir ein paar Fragen. Bist du ready oder was? Ready geboren oder was, sagst du? Quasi? Quasi. Muss ich die Antworten, muss ich die vorher laden oder was? Okay, ich komm gleich wieder. Alright. Immer mit der Ruhe, meine lieben Freunde. Ja? Nicht übertrieben, nicht übertreiben. Alle Anzeigen und let's go. Tschüss. Let's go. Also, Laura. Frage Nummer 1. Aus welchem Land kommt sie? Ich bin, meine Mutter ist deutsch-italienisch und mein Daddy kommt aus der Karibik, aus Guadalupe. Und, aber wir haben afrikanische Kongo-Wurzeln. Und ich bin Indianer noch mit dazu. Also eigentlich alles? Ja, du kannst mich auch Zigeuner nennen, wenn du willst. Ganze EU. Okay, alles klar. Nice. Geile Mischung auf jeden Fall. Natural oder was machen lassen an ihrem Körper? Ja, eigentlich alles echt, aber ich habe mir meine Brüste machen lassen, weil ich habe einen Sohn und den habe ich gestillt und ich kann so oft ins Gym gehen, wie ich will. Wir werden niemals... Ist es vorbei danach? Naja, also Muskel ist da ja nicht. Deswegen... Ich kenne mich da nicht so aus, habe ich gesagt. Ja, du kannst auch dein... Also... Also geht nicht mehr dann, ne? Nee, ja. Alright. Ist Leon dein Boyfriend? Nein, Leon ist nicht mein Boyfriend. Welche Bedeutung hat das Kussmund-Tattoo auf dem Booty? Ja, ich habe mal so eine Wette verloren und dann habe ich mir musste ich eigentlich meiner Freundin ihren Kussmund auf meinem Po machen, aber der war zu klein, deswegen habe ich meinen eigenen Mund. Ist dein eigener, ja? Ja. Krass. Hättest meinen nehmen sollen. Einfach so für den Vibe, weißt du, ja, was ich meine? Vibe. Ich bin ja der offizielle Typ, so. Wie? Ja, ich habe damals mal so vor 3 Jahren habe ich mit Barisch und Fanus zusammen haben wir den offiziellen Booty-Tester-Verband gegründet, den deutschen. Also wir sind da wirklich angemeldet auch. Ja, echt? Also wir sind da noch auf der FIBO rumgelaufen und haben halt geguckt, ob die Frauen einen naturalen Po haben. Und wenn ja, haben die auch ein Gütesiegel von uns bekommen. Und das ist dann so ein Kussmund-Tattoo? Nee, aber das wäre gut gewesen. War jetzt ein guter Hinweis. Machen wir nächstes Mal. Wie kann man nur so schön sein? Hab mich verliebt. Sorry, Leon. Alles cool, Bro. Let's go. Wie hast du Leon kennengelernt? Also ich bin der Meinung, ich hab dich über Ash kennengelernt. Ich habe auch eine Zeit lang gar nicht in Deutschland gewohnt, deswegen ich hatte... Wo haben wir uns denn kennengelernt? Oder wie? Bei Ashkan auf der Party. Ah, Party, gell? Ja. Okay. Wie würdest du Leon beschreiben? Auf jeden Fall. Sei ehrlich. Ja, ich bin ganz ehrlich. Der Leon ist ein herzensguter Mensch. Das musste ich auch seiner Mutter schreiben, weil ich feiere ihn vom Herz. Feier dich. Auf jeden Fall hat er so ein paar aggressive Seiten, aber... Mach nicht so nah, nicht zu nah das Mic, nicht, dass es übersteuert, okay. Weißt du? So ist gut. Okay. Ein paar aggressive Seiten. Seine 5 Minuten, alle ja, 5 genau, Minuten quasi. Genau. Er hat null Geduld, ja, und ich bin so ein Mensch, muss mit mir Geduld haben. Ja, aber ich ist ganz okay, ich kann damit umgehen. Stehst du bei Männern auf Muskeln? Ja. Ganz, ganz wichtige Frage. Boah, das sieht zu geil aus, gerade aus der Perspektive, jo. Ich mag Muskeln. Also ist auch nicht schlimm, wenn der jetzt nicht so viele Muskeln hat, aber so ein Lauch, so ein undefinierter Lauch, habe ich irgendwie, weiß nicht, sorry, ich meine es auch nicht böse, aber macht mich nicht an. Und Fett macht mich jetzt auch nicht so an, aber ich bin... Aber was, wenn er dich zum Beispiel mit seiner Persönlichkeit catcht, so mit seiner Energie, dann mit seiner Energie... Dann hast du mich gecatcht. Also sowieso. Aber ist es dann trotzdem so, dass wenn du dann... Also brauchst du das dann, dass du, weiß ich nicht, irgendwie so, wenn du im Bett liegst oder so, wenn du ihn anfasst, dass es irgendwie sich nice anfühlt oder ist es egal dann? Wenn die Energy passt, ist mir egal. Echt, ja? Ja. Okay, krass. Aber das Ding ist, es muss schon richtig passen. Es muss schon krass sein, so. Aber ich stelle mir das gerade nämlich auch vor, wenn... Ich könnte das, glaube ich, nicht, ja? Wohnt sie in Mexiko? Nee. Noch nicht. Oder macht sie auch noch... Wie alt ist sie denn? 29 bin ich. Hat sie dich geklärt? Leon habe ich geklärt. Klärt den Mann. Kennst du Misha Janjec? Er ist auch gerade in Tulum. Wen? Misha Janjec. Nee. Den haben wir gestern gesehen. Oh! Dieser blonde Große. Der auf dich steht. Ja. Der war ganz cute. Ja, wenn ich eine Frau wäre, why not, dann wärst du das biggest Ho ever, auf jeden Fall. Ich wäre auf jeden Fall eine Ho, Digga. Aber der Bruder hat es drauf, also vom Mindset her und so? Ja, Mindset. Nicht nice. Schlecht. Frag sie mal, warum sie nicht auf meine DMs antwortet. Wie heißt er denn? Also frag sie mal, warum sie nicht mehr auf meine DMs antwortet. Mess,
Messi Elviaz. Okay, ich such dich, Messi. Aber, you know, private lives und so. Ich habe ein Leben außerhalb von Social Media. Ich meine, das ist nicht böse. Ich schreibe dir zurück. Ich such dich, okay? Scheiß auf Fragen. 10 von 10, Mami. Welche Produkte verwendet Laura für ihre Curls? Jetzt gerade gar nichts. Ich habe alles in Deutschland vergessen. Fuckt mich voll ab. Aber ansonsten... Red mal weiter. Red mal weiter. Ich will gucken, ob das übersteuert. Shea Moisture. Shea Moisture ist die Marke. Ist von Schwarze. Für Schwarze. Just saying. Davor habe ich kein Tube benutzt, aber ich habe gehört, das machen Weiße. Also ich habe nichts gegen Weiße. Meine Mom ist weiß. Don't get me wrong. You know. Aber... Ja? Nee, ich wollte nur sagen, für Locken sollten schon Schwarze irgendwie machen. Mit welcher Intention bist du aktuell in Mexiko? Urlaub, Kopf frei kriegen, Reisen, das hilft mir immer mit allem. Okay, Freunde, ich würde sagen, das war's, Digga. Es sind noch 1000 Fragen da, aber ich will jetzt, das war's. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, müsst ihr auf jeden Fall Laura auf Instagram folgen und vielleicht auch bald auf YouTube, wer weiß, keine Ahnung. Seid dabei, dabei ist alles, weil dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Dabei ist alles. Komm, oh, die ist doch hübsch, komm. Mach mal ein Interview mit der. Komm hier, wir tauschen.